Hello again. Nachdem euch das letzte Video so gefallen hat und ich so viele liebe Kommentare bekommen habe, dass ihr motiviert wurdet durch mich, dachte ich, ich nehme euch zum nächsten Horrorprojekt mit oder durchs nächste Horrorprojekt, weil es für mich ja auch total schön zu sehen, wie sich alles in Wohlgefallen auflöst sozusagen. Dachboden, das Licht ist jetzt nicht das Beste, aber ich habe hier meinen Crosstrainer stehen gehabt und eine liebe Freundin hat ihn sich jetzt ausgeliehen und ich habe jetzt hier alles umstrukturiert und war jetzt total happy, weil ich dachte, ich kann jetzt endlich mal hier Ordnung schaffen. Und eigentlich wäre sogar der Plan, dass ich meine Schreibtischecke eventuell hierher mache. Aber das Ziel ist jetzt einfach mal hier alles leer zu machen und wieder eine neue Ordnung reinzubringen. Und gleichzeitig habe ich die ganze Christmas-Dekoration. Die habe ich übrigens heuer neu gekauft. Sind die nicht wunderschön? Auch raufgegeben und möchte auch gerne die ganzen Dekokisten durchsortieren. Ich nehme euch einfach mit. Tada! Es schaut schon viel, viel besser aus. Ja, zur Erklärung, wow, an alle, die mich nicht kennen oder mir nicht folgen. Ich habe so viele Kartons aufbewahrt, weil ich immer wieder Sachen verkaufe. Und ja, deshalb sammle ich die einfach und verwende die weiter. Deshalb kann ich auch gar nicht alle Kartons loswerden. Und ich hatte mal einen eigenen Online-Shop und habe noch immer einen Online-Kurs, wo ich halt so ein Tagebuch, ein Achtsamkeitstagebuch verkaufe, beziehungsweise im Zuge des Kurses bekommt man das. Und ich habe so ein Notizblock-Set und deshalb ist hier halt einfach auch Lagerware und Kartons. Und ja. Perfekte Zeit ja für Inventur, aber ich nehme euch dann beim nächsten Schritt wieder mit. Heute mag ich nicht mehr. Ich dachte, ich habe die Kamera hier so liegen und filme auch mal so einen kleinen Einblick mit. Und zwar bin ich gerade dabei, ein paar Dinge abzuarbeiten. Ich habe ja eine Werbeagentur und unterstützt da auch Unternehmen eben beim Social Media Marketing, strategische Contentplanung und Organisation von Events ist aktuell zum Beispiel Erstellen von einer Broschüre. Und da sitze ich gerade und parallel dazu habe ich auch noch ein paar Pakete zu verschicken mit meinen Tagebüchern, die ich jetzt via Instagram nochmal beworben habe. Und lese mir auch gerade ein paar Briefings durch und ein paar Insights, also so gemixt Influencer, ich hasse das Wort Influencer und Werbeagenturaufgaben. Und was ich parallel auch noch gemacht habe, ich beschäftige mich ja mit dem Tiroler Zahlenrad und mag das total gerne. Und Human Design finde ich auch ganz spannend. Und da habe ich jetzt nochmal mein Human Design ausgerechnet, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es noch so gewisse Punkte gibt, die ich noch nicht so ganz behandelt habe, wie zum Beispiel das Inkarnationskreuz und auch diese Geschichten mit Verdauung. Also beim Human Design findet man ja sogar eben heraus, wie die Verdauung gefördert werden kann. Also bei mir zum Beispiel, ich soll heiße Sachen essen, das tut mir gut und kurbelt meinen Stoffwechsel an. Ich habe selbst einen Human Design Kurs gemacht
über, also für Kinder. Das sind alles eigentlich eher so Themen, die ich sonst auf Achthorn besprechen würde, aber ich dachte es vielleicht, also ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr das interessant findet. Vielleicht mache ich mal so Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung in die Richtung was. Ich habe auch die Ausbildung zum Theta Healing. Aber ja, ein kleines Hallo aus dem Büroalltag. Heute ist alles lila, gell? Meine Handyhülle, mein Outfit und heute habe ich mir über Nacht eben mit diesen Löckchen-Dings Locken gemacht, aber ich habe es noch nicht wirklich gestylt. Wollte ich eigentlich auch mitfilmen, aber die Kamera war eben hier im Büro und ich nicht. Ich nehme euch wieder mal ein bisschen mit. Ich sag's euch, ich habe, seht ihr das? Ich habe so aktuell so Probleme mit meiner Haut und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Schoko gesündigt habe. Also ich habe jetzt, glaube ich, echt, ich habe lange keine Schokolade gegessen und jetzt relativ viel. Ich habe auch von einer Followerin bekommen, dass ich vielleicht eine Kälteallergie habe. Dann dachte ich so, ja, Kälteallergie, das passt zu mir. Ich hasse den Winter. Und ich werde mir das auf jeden Fall jetzt bei der Kosmetikerin nochmal anschauen lassen. Aber werde jetzt mal ein paar Reels drehen. So. Ein kleines Behind-the-Scenes-Making-of. Wir haben hier ein Infrarotpanel als Heizung. Was bedeutet, dass ich das jetzt nicht ausstecken kann, aber hier Reality-Check. Ich muss meine Küche noch zusammenräumen. Ja, genau. Instagram versus Reality. Hier ist so die einzige Ecke, wo ich ganz gut filmen kann und ich möchte halt ein paar Sequenzen aufnehmen. Und jetzt muss ich eben, ich muss das dann mit dem Handy quasi so einstellen. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich auch, die Alte ist bescheuert. Ich muss eben schauen, dass das mit dem Handy dann quasi so ist, dass man kein Kabel sieht, keine Steckdose sieht, sondern nur ein schönes Bild hat. Ja, that's the real shit, dachte ich, zeige ich euch mal. Manchmal komme ich mir vor wie der Edeka. Ich habe ein Stück Butter runtergeschnitten. Genau, 80 Gramm. Geil, oder? Die kleinen Freuden des Lebens. Jetzt wieder back to reality. Ich habe jetzt schon ein paar Eierchen eingebaut, aber ich habe hier immer so eine Etagere, wo ich halt ja alles, was ich brauche, raufgebe. Auch zum Beispiel Geschirrspültabs habe ich hier immer in so einem Wegglas. Und ta-ta-ta-ta-ta! Kinder haben schon gegessen und gesagt, so lecker, richtig, richtig lecker ist es geworden. Kommt dann auf Insta. Tada! Ich dachte, ich filme noch eine Sequenz, weil ja, ich muss hier noch ein paar Sachen ausräumen und dann kommt der Schrank weg. Ich bin nämlich am Dachboden entmisten und ja, dachte ich, gebe euch da mal ein kurzes Update. Ich liebe übrigens diese Bluse. So, hier seht ihr das Chaos, aber die finde ich irgendwie total nett. Passt perfekt so locker luftig zum Räumen und man ist trotzdem angezogen. Die verlinke ich euch gerne mal. Und dann schauen wir, was der Alltag noch so bringt. Ich habe hier jetzt noch voll abgedanced, aber das ist ja immer auf YouTube ein bisschen schwieriger mit der Musiklizenz. Deshalb kann ich euch sowas hier nicht antun. Ich habe hier übrigens auch zusammengeräumt. Bitte schaut euch das an. Und im Nachhinein ist mir dann eingefallen, ich hätte es mitfilmen können.
Aber es gibt eh schon ein Video über Küchen, über meinen Etikettierer und so. Und das finde ich ist ja das Genialste, oder? Da habe ich dann Backpulver und so alles drinnen. Pudding, Nüsse und Co. Und hier habe ich ja Müsliriegel, dann Zucker, Kakao. Also alles, was man zum Backen braucht. Dann noch so Topper für Torten. Da habe ich hier eben Zucker und dahinter ist so Agar-Agar, ja, und so Vanilleschoten und sowas. Hier Mehl und dahinter ist eben Fondant, Rollmarzipan. Da habe ich mir so ein Boxenset gekauft. Ich liebe das. Ich wollte es aber nicht übereinander stellen und von denen werde ich mir, glaube ich, auch noch mehr holen. Die kann ich euch auch verlinken, weil ich möchte eigentlich Mehl und Zucker passen, nämlich also 500 Gramm Mehl passen in eine von diesen Dingern rein. Ja, aber jetzt, wenn das in diesem Schrank bleibt, passt das so mein Backschrank. Spontane Einschaltung, und zwar gerade den Herd geputzt oder bin noch dabei und wollte euch einen Hack zeigen. Ja, hier hinten muss auch noch geräumt werden, aber wir sprechen jetzt hiervon. Ich wollte euch einen schnellen Hack zeigen. Und zwar hier diese Fugen beim Herd, da nehme ich ja Küchenpapier. Ich habe jetzt WC-Papier, weil ich kein Küchenpapier habe. Und ein Messer und fahre dann so entlang und hole da den ganzen Schmodder, den man sonst nicht wegbekommt, raus. So da la, im Home-Look, aber ich dachte, ich melde mich noch mal kurz und wollte einen kleinen Input geben. Wenn man ausmistet, man kann nicht immer alles behalten, aber man kann auch super gut Sachen verkaufen. Und da habe ich bis jetzt wirklich gute Erfahrungen, also manchmal auch so mittelmäßige, aber meistens gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt habe ich mich auch mal so ein bisschen umgeschaut und einfach einen Stapel gemacht mit ja, Dingen, wie jetzt diesen Fuchs, die ich einfach nicht gebrauchen kann und die ich eben gerne weitergeben würde. Und das wollte ich jetzt nochmal als Tipp da lassen. Also nicht immer, oder macht so unterschiedliche Stapel. Wegwerfen, einlagern und verkaufen.